Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit meinem Review zu One Piece Kapitel 971 mit dem Titel Zum Kochen verurteilt. Auf der Coverpage sehen wir Goti, wie er rennt, um Chiffon zu retten. Scheinbar ist er wohl die letzte Hoffnung, obwohl er ja paar Pages vorher von einem Marine Dude fertig gemacht wurde. Die Szene beginnt in Kuri, wo Momonosuke seine Mutter fragt, wieso sein Leben in Gefahr ist. Toki sagt, weil Momonosuke irgendwann Wano Kuni regieren wird. Das Ganze geht sogar so weit, dass bevor Momo und Hiyori essen dürfen, das Essen vorgekostet werden muss. Momo sagt, dass heute der Tag ist, an dem Oden hingerichtet werden soll. Die Szene switcht zur Exekutionsplattform, wo ein riesiger Topf voll heißem Öl steht, in dem Oden und die Retainer gekocht werden sollen. Viele Schaulustige sind ebenfalls da. Kaido und Orochi wohnen dem Spektakel auch bei. Oden bittet um eine letzte Chance. Doch einer der Wachen, Pisagt Oden, fällt dabei aber in den Topf und wir sehen, was passiert. Die Wache verbrennt jämmerlich. Das Öl muss also extremst heiß sein. Naja, wer hätte es erwartet? Oden macht Kaido den Vorschlag, dass alle 10 in den Topf steigen und wenn sie es schaffen, eine Zeit lang zu überleben, sind sie frei. Wie viel Zeit vergehen muss, soll Kaido selbst entscheiden. Orochi macht sich über diesen Vorschlag lustig, doch Kaido willigt ein und sagt: Okay, wenn ihr eine Stunde darin überlebt, seid ihr frei. Oden steigt daraufhin in den Topf und wir sehen wie bei der Wache den brennenden Schmerz in Odens Gesicht. Und immerhin wissen wir ja, dass Oden so einiges verträgt. Seine Retainer wollen sofort hinterher, doch Oden schnappt sich ein rumliegendes Brett. Oden trägt nun alles seine Retainer auf diesem Brett, während er in dem Topf voll heißem Öl steht. Odens Plan ist es, dieses Brett eine Stunde lang zu halten. Ich frage mich nur, ob er davon ausgeht, es ebenfalls zu überleben oder weiß er, dass er dabei sterben wird. Ich kann mir gut eine Szene vorstellen, dass am Ende der Stunde Oden immer noch das Brett mit seinen Retainern hält, diese somit befreit sind. Alle freuen sich erst, dass Oden es geschafft hat. Doch was keiner bemerkt, dass Oden schon längst tot ist. Doch selbst im Tod hat er immer noch das Brett gehalten, um seine Retainer zu retten. Denn das wäre so eine kleine Hommage an die Szene mit Whitebeard im Marineford. Whitebeard, der schon längst gestorben ist, steht aber immer noch da. Diese Szene, wie Oden letzten Endes die Retainer oben hält, erinnert sehr an ein Bild, welches aus der alten japanischen Zeit stammt. Und zwar die Exekution von Goemon, welchen ich ja bereits im letzten Review erwähnte. In diesem Bild hält er seinen Sohn, während er selbst in kochend heißem Wasser steht. Was ich mich die ganze Zeit aber frage ist, könnte Oden seinen Körper nicht mit Rüstungshaki schützen? Oder bringt Rüstungshaki bei Hitze einfach gar nichts? Die Retainer sind alle schockiert und wollen mit ihm den Platz tauschen, doch Oden sagt, es sei ein Befehl. Und wir sehen hier in den Paneln schon, dass Oden anfängt aus Nase und Mund zu bluten. Wie heiß muss es sein, dass man aus Nase und Mund blutet? Orochi beschwert sich direkt, dass es Schummeln ist, doch Kaido findet es unterhaltsam und genehmigt es. Auch Shinobu steht in den Massen und schaut gespannt zu. Noch nicht mal eine Minute ist vergangen und man sieht, wie schwer es Oden fällt. Auch die Oniwa Banshu sind vor Ort und sind verblüfft, wie stark Odens Haut ist. Raizo beschwert sich über die Hitze und daraufhin wird Nekomamushi sauer und sagt, dass er Raizo direkt ins Öl schmeißt, wenn er sich nochmal beschwert. Mittlerweile sind schon 4 Minuten vergangen. Die Zuschauer werden langsam ungeduldig und bezeichnen Oden als Idiotenlord. Daraufhin wird Shinobu stinksauer. Sie greift denjenigen mit einem Schwert an und sagt offen zu den Leuten, dass sie selbst die Idioten sind. Die Oniwa Banshu bemerken Shinobu, aber ist jetzt nicht eigentlich ihre Beteiligung im Krieg aufgefallen? Sie erzählt den Leuten, dass Orochi sich nicht um Wano schert. Orochi erzählt, dass sein Großvater ein Verbrechen begangen hat und daraufhin Seppuku beging. Doch trotz seines Todes verfolgten die Menschen die Kurozumi-Familie und töteten alle. Orochi hatte eine Todesangst, denn selbst vor Kindern machten sie nicht Halt. Orochi hatte viele Waffen und viele Gefangene für Kaido vorbereitet. Oden war daraufhin extrem sauer und griff Kaido an, welcher mittlerweile da war. Dann machte Orochi einen Vorschlag. Wenn Oden jede Woche einmal nackt tanzen würde, würde er zwar seine Ehre verlieren, aber 100 Leute retten. Und nach 5 Jahren, wenn Kaidos Schiff fertig gebaut wäre, würden die Beast-Piraten von Wano abziehen. All die Jahre hat Oden die Menschen aus Wano Kuni beschützt. Doch mal ehrlich, wie blöd ist Oden, dass er jemanden wie Orochi oder Kaido vertraut? Aber scheinbar haben sie am Ende doch ihr Wort gehalten, immerhin leben die Retainer ja noch.
Im nächsten Chapter dürften wir wohl das Ende vom Flashback bekommen und somit Odens Tod. Wie fandet ihr dieses Kapitel? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.